Hallöchen und herzlich willkommen zur 72. Folge vom Euro Truck Simulator 2. Hier mit dem Scania vom Modder RGL im Andreas Schubert Transporter Design. Es ist endlich soweit, wir fahren nach Schweden. Genau gesagt nach Växjö, wie auch immer. Bei schwedischen Städten dürfte das nicht so genau nehmen in meiner Aussprache. Auf jeden Fall geht es jetzt endlich mal hoch in den Norden. Hat man ja vor, eigentlich in der letzten Folge schon, aber in Rostock habe ich nichts gefunden. Hier in Hannover habe ich jetzt eine Tour nach Växjö. Ich hoffe, von hier oben aus kann ich dann so ein bisschen Skandinavien erkunden. Das bleibt abzuwarten. Ja, 815 Kilometer liegen vor uns. Werden wir höchstwahrscheinlich nicht ganz schaffen in einer Folge. Müssen wir dann am Dienstag weitermachen. Ja, da können wir kurz das Ladepapier noch einblenden, der Vollständigkeit halber. Speiseeis, 14 Tonnen. Mal die Scheibenlöcher ausmachen. Speiseeis, 14 Tonnen. Ja, wie gesagt, Pause müssen wir erstmal so schnell nicht machen. Haben wir noch über 9 Stunden Fahrzeit jetzt. So, und auf geht's. Es kam ja jetzt vor ein paar Tagen ein Patch raus, das möchte ich gleich mal erwähnen. Der ETS2 wurde da auf die Version 1.23 gepatcht. Gleichzeitig gab es für den ATS den Patch, da sind wir nun auf Version 1.2. Lassen. Und zwar geht es um die Version 1.2.3 des ETS2. Die ist mit meinen Mods oder wahrscheinlich mit einem meiner Mods nicht kompatibel. Nicht kompatibel, also ich habe die 1.2.3 gepatcht und habe meine Mods alles drin gelassen. Hat zur Folge gehabt, dass beim Spielstart, also das Spiel selbst hat eigentlich gut gestartet, aber als ich dann meinen Spielstand laden wollte, mein Profil laden wollte, gab es ja undefinierte Probleme. Sprich, das Spiel ist einfach abgestürzt. Windows hat mir dann angezeigt, dass die Steam-Exe des Euro Truck Simulator 2 nicht mehr funktioniert. Und das Spiel wurde beendet. Es ist quasi gecrashed. Es ist gecrashed. Und ich habe noch nicht die Muse und die Zeit gehabt, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich habe eine Vermutung, aber wie gesagt, ob das wirklich das ist, das weiß ich nicht. Ich denke mal, das hängt mit dem Scania hier zusammen oder mit den Wheels oder mit den Felgen. Das wurde ja geändert. Du musst mit dem Bus auf der linken Spur rumkrauchen, ne? Ja, ich denke mal, das hängt mit dem Scania an sich zusammen, wäre natürlich sehr schade. Aber ich werde der Sache auf den Grund gehen und das nochmal mir genauer angucken. Ich habe, um jetzt erstmal aufnehmen zu können, euch ein bisschen was zu zeigen, trotz alledem, Patch hin oder her, wollt ihr sicherlich ETS 2 sehen. So, habe ich gerade etwas unschlüssiger gehabt, das Licht anhaben. Ja, sicherlich trotzdem was vom ETS 2 sehen.
Deshalb habe ich schlicht und ergreifend zurückgepatcht auf die Version 1.2.2, die halt quasi immer halt die ganze Zeit jetzt hatten. Die hat ja funktioniert weiterhin. Und ja, jetzt können wir erstmal fahren. Wie gesagt, sobald ich Zeit habe. Also ich werde wahrscheinlich jetzt diese Folge hier, das ist jetzt die 72, heute ist ja Samstag. Das ist sowieso jetzt auf 1.2.2, ich hätte es ja schon erwähnt, die nächste Woche, die Dienstagsfolge wird definitiv auch auf der 1.2.2 laufen. Und naja, bis nächste Woche Samstag hoffe ich, dass ich der Sache auf den Grund gegangen bin, dass ich vielleicht was ändern konnte. Da werde ich einfach mal alle oder nach und nach jeden Mod rausschmeißen. Angefangen bei denen, die ich da vermute. Und werde da mal gucken, ob ich da was rausfiltern kann. Vielleicht ist es auch ganz was anderes. Ich weiß es leider nicht. Wie gesagt, ich werde das auch auf den Grund gehen. Ich bitte da euch um etwas Geduld. Ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Ihr wisst ja, ich habe nur zwei ETS, zwei Folgen pro Woche und da ist es natürlich schwierig, da rechtzeitig einen Anschluss zu finden. Deswegen hänge ich da noch etwas mehr hinterher wie ohnehin mit dem ATS, da habe ich ja nun auch, also da dauert es ja auch mal ein bisschen bis, also zwischen Release des Patches bis zu dem ersten Video mit dem neuen Patch, das dauert ja auch mal ein paar Tage. Das ist natürlich hier im ETS 2 nicht anders. Sie haben alles etwas verzögert. Sitzen wir im Schubert Scania, jetzt fahren wir nach Schweden hoch. Genießen unsere Fahrt. Ich werde vorher zusehen, dass ich in Deutschland noch mal tanken kann. Mein Dieselkraftstoff neigt sich dem Ende zu. Da werden wir noch mal richtig voll knacken. Ich vermute nämlich ganz stark, dass die Kraftstoffpreise in Schweden wesentlich teurer sind, wesentlich höher. Deswegen, da wären wir ja dumm, wenn wir da oben die teuren Fusel reinkippen. Kaum sage ich, kommen wir an der Tankstelle vorbei. Ja, die werden wir die mitnehmen oder warten wir noch eine? Ich glaube, wir warten noch eine. Mal gucken, wa? Auf die Karte. Wie weit wir noch haben und was noch kommt. Oh ja, hier kommen noch Tankstellen. Da kommt noch. Ja, die werden wir nehmen, ja, genau. Das ist sowieso so eine Affentankstelle hier. Keine richtige Einfahrt, keine richtige Ausfahrt. Also kein Verzögerungsstreifen und nichts. Natürlich Bretsche ist jetzt doch mal nicht rüber, weil es dreispurig ist. Wo müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen weiterhin noch geradeaus fahren. Jetzt fährt er ja hoffentlich wieder rüber. Obwohl, da kommt wieder eine Abfahrt. Weiß nicht, ob er da rüber fährt, wenn er da nicht runter will. Tschüss. So, jetzt müssen wir aber
uns rechts einordnen, damit wir hier Richtung Rostock kommen. Ettenhofen. Wir werden die Überfahrt nach Schweden erwischen. So, dann müssen wir jetzt auf der A1 kommen. Genau. Da kommen wir auf und auf die A1 und da kommen dann irgendwann unsere Tankstelle, die wir dann anfahren werden, um noch ein bisschen Kraftstoff zu tanken. Ja, ein bisschen ist gut, wir machen die Hütte natürlich voll. Ja, es ist zwar dunkel, aber vielleicht habt ihr es schon gesehen. Kurz aufblenden hier, wir haben keinen Schnee mehr. Der Wintermod ist weg. Jawohl. Geh weg, geh ganz weg. Ich habe zwar eigentlich einen Frühlingsmod drauf gemacht, aber irgendwie sieht es ja nicht gerade wirklich nach Frühling aus. Das ist das, als wäre der Spring Mod 2.0, aber ich glaube. Der ist hier gar nicht drauf, wahrscheinlich durch mein ganzes Hin und Her mit auf Hochpatchen, Zurückpatchen vom Spiel. Und da kann es natürlich sein, dass der schon wieder flöten gegangen ist dabei. Also in der Modliste meine ich natürlich jetzt nur der Mod selbst wahrscheinlich einmal frei funktionieren auf 1.22. Beziehungsweise tut er auch, ich habe das schon probiert. Hab mal ganz kurz angezockt. Was ist denn jetzt los? Die Karre an. Ah ja, war ich mit der Hinterachse genau auf der Kante, vor der Kante, wo ich eingekuppelt habe und naja. Das wollte halt nicht. So, Kraftstoff, Diesel, 1,46. Ja, es sind noch alte Dieselpreise von Anno Dazimmer. Damals war es wirklich so, wo der ETS 2 rauskam. Mittlerweile ist er Gott sei Dank etwas billiger. Noch. Sie wollen es ja schon wieder erhöhen. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Haben wir schon mal ein Screenshot gemacht an der Tanke? Nicht, ja? So. So, was sagt unsere Folgenzeit? Knapp 14 Minuten. Da werden wir natürlich noch nicht Schluss machen. Ich wollte noch mal kurz gucken, was waren das jetzt? 14 Tonnen. Ja. Haben wir eigentlich, müssen wir noch kurz rausgucken. Ne, Liftachse ist oben, genau. Warum auch nicht?
Also, fassen wir zusammen. Wir haben doch einigermaßen Fahrzeit. Wir haben einen vollen Tank und viele Kilometer vor uns. Das nenne ich mal entspanntes Fahren. Wenn es jetzt noch hell werden würde, wäre natürlich, das wäre natürlich ein absolutes Drama, weil es ist 0 Uhr 36 jetzt. Jetzt 37. Da wird es noch ein bisschen dauern, denke ich mal. Da wird es eine reine Nachtfolge, leider Gottes. Ich denke mal, wenn es hell wird, nur noch Pause machen. Leider viel bei Nachtfahren, das schmeckt mir diesmal absolut nicht. Ich habe halt mit den letzten ETS-2 Folgen gesehen, da war der Wintermod drauf, da war ja sowieso viel dunkel. Das war ja dann auch so ein Aspekt, wo ich ja, mich ein bisschen eigentlich dagegen gewehrt habe, innerlich den Mod zu fahren, aber es ist nun mal realistisch so. Beim Wintermod, da wird es eben nicht erst 22.30 Uhr dunkel, sondern ja, 16.30 Uhr. Jetzt haben wir endlich Frühling und müssen trotzdem wieder bei Nacht fahren. Dich rüber. Ja, schön. So, und gerade jetzt bei ja quasi Erkundung von Neuland, in diesem Fall Schweden, und in späteren Folgen hoffentlich auch den Rest von Skandinavien. Gerade da wollte ich eigentlich ein bisschen Tageslicht haben. Wir können, glaube ich, mittig bleiben hier. Da geht es nach Rostock rein, direkt in die Stadt. Wollen wir nicht. Meine Fresse! Das langsam fahren, das war mir schon klar, aber dass der steht auf dem Mittelstreifen. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Keine Warnblinkanlage an nix. Machen die heute nicht im ETS hier. Sind so. Ich frage mich warum. Lieber ab. Ja, der Tanker war ja auch vor ihm, dazwischen war noch ein BKW, weiß nicht, was die gemacht haben. Ja, wahrscheinlich. Ja, kann eigentlich nur Blödheit sein. Kann nur Blödheit gewesen sein, ansonsten steht man nicht auf der mittleren Spur. Nicht jetzt unbedingt von den LKW. Auf dem wir da unmittelbar aufgelaufen sind, aber ja, davor irgendwo dann. Stand jetzt schon dran hier, Dänemark und Schweden, glaube ich auch noch. Jetzt können wir noch mal lesen hier auf dem linken Schild. Länderkennzeichen. Ja, ich glaube, da war Schweden dabei. Ich konnte es gar nicht richtig lesen. Habe ich zwar schon geduckt, aber hat nicht gereicht.
Schweden haben wir wahrscheinlich nicht mehr erreichen hier in der heutigen Folge. Bis an den Hafen fahren wir noch, wa? Dürfte eigentlich nicht mehr so weit sein jetzt. Dürfte nicht mehr so weit sein. Und dann dürfen wir es mal rechts abbiegen. Stehen die an der grünen Ampel. Meine Herren, das ist ein Verkehr hier. Also so fahren sie in den Vereinigten Staaten wesentlich besser. Das kann ich jetzt mal so sagen und das kann ich so beurteilen, glaube ich. So, der Hafen ist voraus. Ja, nochmal links abbiegen, dann wieder rechts und dann sind wir am Hafen. Und mit diesem Hafen, den wir dann erreichen wir auch das Ende der Folge. Aber ich will noch keine Verabschiedung machen. Wir fahren noch gemeinsam hin, halten dort an. Stehen schon viele Trailer rum. So, schauen wir mal, wo wir jetzt hier hin müssen. Das machen wir noch gemeinsam. Das Hafengebäude hier wahrscheinlich. Oh, da vorne sehe ich schon ein grünes Symbol. Jo, da sind wir. Gut. Okay, wenn es euch gefallen hat bis hierher, dann lasst mir doch gerne mal ein Däumchen nach oben da. Gerne auch einen Kommentar, wer mehr sehen will, natürlich auch ein Abo. Wie gesagt, um den Patch kümmere ich mich mit der 1.23, was da nun Aufsicht hat, was da nun stört, was da nun nicht geht. Und das verspreche ich euch nicht in der nächsten Folge, aber in der übernächsten hoffentlich kann ich es euch genauer sagen. Ja, würde ich sagen, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Fahrt schön rechts. Grüßt die Leute. Macht's gut. Ciao.